freuen wir uns sehr, dass ihr beiden da seid. Guten Morgen, Yvonne und Joe sind bei uns. Und herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag von GZSZ. Ja, wir müssen natürlich noch mal sagen, Wolfgang Barrow und Gisa Zach, auch auf dem Weg noch mal. Oder unter dem, ja, so unter dem der Identität. Ja. Herzlich willkommen bei uns. Wie fühlt sich das an, dieses Jubiläum? Ja, das ist natürlich toll. Also, niemand hätte gedacht, dass GZSZ so lange läuft. Und das ist ja jetzt, wir sind ja fast die längste deutsche Fernsehserie, die es gibt. Ja, irre. Ja, und das ist schon toll, da können wir sehr stolz drauf sein. Du bist ja das Urgestein, deine erste Szene damals. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ja. Ja? Okay, wir können sie noch mal, wir können noch mal ganz kurz reingucken, ja? Okay. Alle sahen etwas jünger aus. Schön, Dr. Gerner, das ist Tina. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Wollen wir zusammen essen? Nein, möchten wir nicht. Mir geht's heute nicht so gut. Ich denke, wir vertagen das Gespräch. Tina, rufst du ein Taxi? Wie der junge Herr wünscht. Ich erledige das mit dem Taxi. Okay, sieben Sekunden und schon der erste Korb. Ja. So, wir hören uns gleich. Übrigens werde ich mit dem Alexander Kirsch demnächst, also im September, in Beelitz beim Jedermann dabei sein. Und wir werden wieder dann auf der Bühne zusammenstehen. Ach, schön, da. Gleich der nächste Termin, den man sich notieren sollte. So, Gisa hat es gerade schon gesagt, du hast dich gar nicht verändert. Oder Joe Gerner hat sich gar nicht verändert. Was hat jetzt rückblickend diese Szene auch über den weiteren Verlauf oder die Entwicklung deines Charakters ausgesagt? Ja, dass er sehr charmant war und gerade auch eine Vorliebe für junge, hübsche Frauen hatte. Und in den 30 Jahren hat Gerner viele junge, hübsche Frauen gehabt. Ja, wir haben es vorhin schon gehört. Eine junge, hübsche Frau geheiratet. Ja. Wir haben es vorhin schon gehört, du hast locker leicht mal so 50 geschätzt. 50 Frauen? Ja. Das ist etwas untertrieben. Sagt er mit einer Coolness, oder? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Isa, du spielst ja immer so die quirlige, die immer gut gelaunte Yvonne. Ne? Wolltest aber eigentlich mal eine ganz andere Rolle haben ursprünglich bei GZSZ. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen missverständlich übermittelt worden. Ich wollte nicht eine andere Rolle haben. Ich bin schon mal für eine andere Rolle gecastet worden bei GZSZ. So, du hast dir extra damals keine Mühe gegeben, damit du sie genau. Weil ich dachte, da kommt du noch wusstest, eine bessere da kommt Rolle, da die noch besser zu mir passt. Ja, genau. Nee, welche Rolle war das damals? Es ist wirklich sehr lustig, die Rolle von einer sehr geschätzten Kollegin, und zwar die von Maria Wedig. Das ist die Rolle der Nina gewesen. Mhm. Da war ich auch zum Casting, aber da hat Maria eben besser drauf gepasst, wie das jetzt spielt. Und jetzt im Nachhinein bist du wahrscheinlich auch ganz happy, wie es ausgegangen ist. Total. Ich glaube ja auch immer an sowas, dass das einen Grund hat, ne? Warum man das dann nicht bekommt. Und in dem Fall, also mit der Rolle Yvonne und dass ich das bekommen habe, das stimmt für mich total, dass das eben auch so ist, ne? Dass Maria die Rolle der Nina spielt und ich die der Yvonne, weil es einfach so sein musste. Ja. So, anders wäre falsch gewesen, ja. Joe, wirst du eigentlich auf der Straße auch öfter mal heftig angegangen? Weil du bist ja der Bösewicht der Nation eigentlich, ne? Also, du verkörperst das Böse. Ja, gehen die Leute dich mal an und sagen, sag mal, das ist ja eine absolute Frechheit, was sie sich leisten? Nein, überhaupt nicht. Also, in den 30 Jahren ist das wirklich so gut wie gar nicht passiert. Also, es gab ältere Damen, die gesagt haben, also das, was sie gestern mit der Katrin gemacht haben, das sollten sie nicht machen. Aber es war nie so, dass sie sich wirklich massiv angegangen wurde. Im Gegenteil, die Leute haben mir auf die Schulter geklopft. Hey Joe, klasse, super. Ich finde, das ist auch echt ein Phänomen. Das ist eigentlich das Phänomen, finde ich, dieser Figur auch gerne. Ich glaube, dem verzeiht man wirklich alles. Und jede noch so böse Bösigkeit sozusagen. Also, dem wird irgendwie alles verziehen, oder? Ja, aber das ist wahrscheinlich auch, weil die Leute können sich mit dieser Figur irgendwo identifizieren. Und jeder möchte gerne ein bisschen so sein wie Joe Gerner, der, wenn ihm ein Kellner schräg kommt, dann kauft er das Restaurant, um den Kellner zu entlassen. Das ist Joe Gerner. Aber es gibt ja auch eine ganz sanfte Seite von Joe Gerner, gerade im Zusammenspiel mit Yvonne. Ich glaube, da haben wir auch ein paar Bilder mal vorbereitet, die wir uns angucken können. Der erste Kuss. War das der erste Kuss? Ja, ne? Nein. Nee. Na, aber bestimmt einer der leidenschaftlichsten. Pass mal auf, hier. Jetzt geht's zur Sache. Ach, Mensch, schön. Ja, das ist doch mal ein ganz anderer Joe Gerner, oder? Ja. So. Und viele, viele Fans haben ja auch einen ganz großen Wunsch. Also nicht nur, was irgendwie so die Paare bei GZSZ angeht, wer soll mit wem und so weiter, sondern Stichwort Let's Dance. Kannst du tanzen, Wolfgang? Ich habe mal Menuett gelernt.
wird bei Let's Dance nicht so. Also selten. Aber ich würde wahrscheinlich Joachim damit überraschen, wenn okay. ich mit einem Menuett tanzen würde. Aber ja. Ja, Überraschungen sind bei Let's Dance ja auch immer gern gesehen, oder nicht? Kann man sagen. Also wir finden es super, dass ihr heute Morgen bei uns seid. Also ich kenne euch ja auch nur aus dem Fernsehen und jetzt sitzt ihr hier leibhaftig. Ich finde das ganz toll. Wir sind echt Menschen, schön. Ne? So ja, ihr seid ja, echt unfassbar zum Anfassen und ihr seid so sympathisch. Wir haben übrigens noch eine Zuschauerfrage zum 30. von GZSZ. Was für Sie persönlich der liebste Moment war in den ganzen Jahren, wo Sie bei guten Zeiten und schlechten Zeiten waren? Was war der liebste Moment? Guck mal, sie ist offensichtlich Österreicherin. Yeah. Da klingt es dann nochmal der liebste Moment. Die muss Wolfgang beantworten, die Frage, weil da gab es ja viel mehr. Ich habe viele Momente. Liebste Momente. Also, unsere Hochzeit war ein liebster Moment. Und auch Szenen, die ich hatte mit Charlotte oder natürlich auch mit Valentina, meiner Enkelin und so. Da hatte ich auch den schönsten Versprecher. Ja. Und die Hochzeit, da sehen wir gerade auch noch mal. Ja. Das ist aber eine andere Hochzeit. Das ist, da wollte eigentlich gerne Katrin noch mal heiraten. Nee, da haben wir geheiratet sogar, genau. Hast du schon vergessen? Naja, es gab noch eine zweite Hochzeit und da hat sie dann das verweigert. Und du hast ja, oder doch du als Wolfgang hast mal gesagt, dass die einzige Frau für Joe Gerner ja doch eigentlich Katrin ist die einzig richtige. Also es ist so, die beiden passen irgendwie dadurch so zusammen, weil sie sind auf Augenhöhe und wie sich das jetzt auch zeigen wird heute Abend, dass Katrin in jedem Fall, egal was Gerner macht, zu ihm steht.